Ich meinte, hallo und herzlich willkommen zu Forza. Forza? Jetzt bin ich unsicher, wie man sich ausspricht. Motorsports 6. Ich bin in den glücklichen Umstand gekommen, dass Microsoft mir für diverse Spiele eine Xbox hat zukommen lassen. Unter anderem für Autoporn. Ich meinte für Autospielchen natürlich. Also ich hab... Oh, ist das... Das muss man gerade erstmal angucken und genießen. Ja, das ist... Also ich... Die Lackierung, damit habe ich natürlich nichts zu tun. Das ist... Entschuldigung. Hi! Ich dachte... Ich zeige euch einfach mal gerade ein bisschen Forza, weil ich gerade voll Bock habe, während meine Videos rendern, ein bisschen mit meinen Autos hier rum zu cruisen. Und es ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich bin kein sonderlich guter Rennspieler. Ich habe immer alles auf Fahrhilfe und so weiter und so fort eingestellt, weil ich einfach nur genießen will, schnell durch die Gegend zu gucken. Allerdings habe ich festgestellt, dass man bei Forza wirklich wahnsinnig viel einstellen kann. Also die Einstellungsmöglichkeiten sind ja sehr vielschichtig. Wirklich ein richtiger Rennsimulator und ich werde mal gucken, dass ich vielleicht auch mein Lenkrad mal angeschlossen kriege und ein bisschen trainiere. Ich persönlich finde es, wenn die Einstellungen nicht gerade irgendwie Babystufe sind, für mich noch zu schwer. Dafür habe ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt, aber hey. Eigentlich habe ich ja auch die Xbox für Quantum Break bekommen. Da bin ich jetzt aber noch nicht dazu gekommen, das anzuspielen und mal ein Angezockt-Video zu machen. Ich mache jetzt einfach ein Angezockt-Video zu Forza. Auf geht's mit meinem 69er Toyota. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Indianapolis Motor Speedway statt. Mhm. Mit 400.000 Zuschauerplätzen ist es die weltgrößte Stätte für Sportveranstaltungen. Mhm. Ja, das sind alles Originalschauplätze. Und auch die coolsten, neuesten und alten und aufgepimpten Rennwagen, die es so gab. Es ist sehr realistisch gehalten, wo ich es mitgekriegt habe. Also wie gesagt, man hat mannigfaltige Einstellungsmöglichkeiten mit seinem Gerät. Ich fand die Lackierung dafür einfach zu. Ja, es ist anstößig. Ist doch egal. Und zwar hat man hier die Fahrhilfen und das alles. Und je schwieriger man das einstellt, desto mehr CR bekommt man, also die Ingame-Währung. Aber ich kann nur so fahren auf Automatik und alles drum und dran. Bin echt nur mit dem Schwierigkeitsgrad, also Mittel, es ging gerade noch so. Aber die unterstützte Lenkung habe ich echt schon gebraucht. Also ich bin damit nicht so gut gewesen. Driver-Tab Schwierigkeitsgrad, der kann mal ruhig wieder auf Durchschnitt gehen. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Okay. Was? Alles gut. War die Lackierung dafür so klasse. Ja, dann starten wir doch mal das Rennen. Es gibt also Mods, die man nutzen kann, um sowohl Fahrzeug als auch, seinen Gewinn zu erhöhen, zu verbessern, zu entwickeln. Oder man hat ein höheres Risiko. Man startet hier zum Beispiel auf einer hinteren Position und muss sich dann voranarbeiten und kriegt dann halt mehr CR. Also das ist halt, wie gesagt, die Ingame-Währung. Manche davon sind permanent, manche davon sind, einmalig für ein Rennen zu nutzen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht näher auseinandergesetzt. Bis jetzt komme ich eigentlich mit dem, was ich habe, ganz gut klar. Starten wir doch einfach mal ins Rennen. Fahren wir noch mal ein bisschen Rennen. Ist schon lange her, dass wir Motorsportspieler auf meinem Kanal gesehen haben. Wann haben wir auch mehr Straßenrennen gehabt? Das ist jetzt hier richtig Motorsports, meine Damen und Herren. Motorsports. Oh mein Gott, dieses Auto ist so sexy. Oh Gott, ist das ewig her, dass ich hier gefahren bin. Ja. Manuelles Schalten. Ist ganz praktisch. Ich hoffe, ich müsste jetzt mal noch dran denken, manuell also hier zu schalten und so. Das kann ich gar nicht. Ich finde es halt cool im Rückspiegel. Es ist wichtig, hier immer in den Rückspiegel zu gucken, was hinter einem ist, was neben einem ist. Ein bisschen auf die Kurven zu achten. Man wird automatisch runtergedrosselt bei der Lenkhilfe, wenn man in Kurven geht. Hau ab, Junge. Man wird automatisch ein bisschen runtergedrosselt. Was ich persönlich schwierig finde. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das ausschalten kann, ohne dass nebenbei andere nette Boni in der Steuerung verloren gehen für mich. Auf
diesem Schwierigkeitsgrad schalten die Autos auch recht runter noch, wenn sie in die Kurven gehen. Also man kann sie ohne Probleme überholen damit. Und eigentlich müsst ihr hier auch nur, wenn ihr mit der leichten Lenkhilfe fahrt, ab und zu mal vom Gas gehen oder baut so Mist wie ich und werdet jetzt einfach eiskalt überholt. Das ist aber auch ein lahmes Auto. 130 km/h sind das gerade mal. Ich finde persönlich ziemlich geil, dass man hier ein Gefühl für die Geschwindigkeit entwickelt. Ihr kriegt ab und zu so Showrennen. Jetzt boxe ich mich hier durch. Ihr kriegt ab und zu so richtig coole Showrennen und dann darf man halt auch mal echt schnelle Karre fahren, die dann halt mal locker auf so 350 Sachen hochkommt. So einen richtigen Formel-1-Wagen. Und das fühlte sich schon ziemlich krass an. Also, wow. Aber ich bin, wie gesagt, nicht sonderlich gut in Autorennen. Ich habe sehr, sehr wenig Ahnung von all dem. Deswegen, ich weiß auch nicht, wo ich mich da einlesen kann oder in was ich ausprobieren kann und checken kann, um quasi mein Wissen zu verbessern, mein Skill zu verbessern. Weil wann immer ich mal irgendeine Fahrhilfe ausschalte oder sowas, komme ich überhaupt nicht mehr klar. Das ist eine Übungssache, aber ich finde es dann unglaublich frustrierend, weil ich fahre ja normalerweise keine Simulationsspiele. Ich fahre ja normalerweise halt so typische, ja, Need for Speed, das Auto fährt von alleine. Teil 3 von EA. Und das ist wirklich schon so richtig auf Simulation gedacht. Aber wenn man einfach nur Spaß haben will, dann ist das eigentlich schon ganz geil. Naja, immerhin sind wir in dritter Position. Man sollte die Minimap auch mal ein bisschen im Auge behalten, echt, damit man weiß, wann die Kurven kommen. Wow. Nee. Ist gut. Nee, hör auf mich zu spät. Gehst du? Musste das sein? Du bist jetzt voll runtergebremst. Wenn du nicht fahren kannst, lass es bleiben. Du hast sie doch gerammt. Das ist mir doch egal. Hätte sich ja nicht rammen lassen müssen. Auch schon mal. Zieh mal Leine, Junge. Schwarzer Kaffee, Junge. Schöner schwarzer Kaffee. Die Musik hier in dem Spiel ist halt auch so typisches, ja, so Hintergrund, episches Renngedudel. Ist jetzt nichts, wo man denkt, ui, geile Hintergrundmucke. Also wenn ihr geile Hintergrundmucke haben wollt, macht die aus und macht euch selber geile Mucke an, sozusagen, ne? Ansonsten hat man halt immer... Oh, da kommt der Kurve! Okay, das passt vielleicht nicht. Doch, zu meinem Fahrstil passt das definitiv. Kann man ja nicht anders sagen. Hui, seht ihr? Ich hab... Lol. Spul mal zurück, ne? Das war aus Versehen. Das war ich nicht, hab das nicht. Das finde ich ziemlich geil, diese Zurückspul-Sache. Wollte eigentlich viel früher schon in die Kurve gehen. Ich hab selber gar nicht gebremst. Also mein Auto wurde in der Kurve durch diese Lenkautomatik oder ich weiß nicht, irgendeine beschissene Spielhilfe selber runtergebremst. Also eigentlich würde ich schon gerne in Kurven selber bremsen, aber ich glaube, das liegt daran, dass er runterschaltet oder so. Ich hab auch keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wo das drin liegt. Also ich werde halt einfach automatisch runtergebremst. Also ich komme hier locker um die Kurve, ohne dass ich gebe ein bisschen vom Gas, aber die Bremse drückt irgendwie das Spiel für mich. Die Pfeile auf dem Boden zeigen einem übrigens an, ob man zu schnell oder zu langsam für die Kurve ist und was die Ideallinie wäre. Man versucht das dann halt so ein bisschen, dass sie blau bleiben, dann klappt das eigentlich ganz gut. Aber manchmal auch nicht. Na, den kann man nachfahren, muss man jetzt aber auch nicht. Wo sind eigentlich die Gegner? Muss noch eine ganze Runde? Eine ganze Runde ohne Gegner? Lol. Also so bin ich gar nicht mal so kacke. Wenn ich jetzt hier gut um die Kurve komme. Seht ihr, jetzt sind die wieder blau. Jetzt sagen sie wieder, ja, so kommst du gut um die Kurve. Er will einfach, dass ich viel zu krass runterbremse. Da komme ich auch so gut um die Kurve. Was labert das Spiel? Was willst du von mir? Guck mal, wie ich um die Kurve komme hier. Ich drifte. Gut, meine Reifen werden jetzt verschlissen. Wenn ich jetzt Reifenverschleiß anhätte, dann wären die wahrscheinlich schon geplatzt. Deswegen sage ich ja Simulation. Also ich kann mal alles ausschalten, mal gucken, wie ich dann fahre. Das wäre vielleicht echt interessant zu sehen. Wahrscheinlich dann einfach Kraut und Rüben und gegen den nächstbesten Baum. Mehrfach, immer wieder. Aber nur so übt sich. Und boah, ich muss noch diese ganze Runde fahren. Und hinter mir sind die erst ganz weit hinten. Ja, genießt mal ein bisschen Autoporn hier. Das Geräusch des Motors.
dafür, dass ich Autos nun so mal also sehr mag, weiß ich halt recht wenig darüber. Das, obwohl ich die Enkelin eines Kfz-Meisters bin, der eine eigene Werkstatt hatte. Tut mir leid, Opa. Er sitzt jetzt bestimmt auf seiner Wolke und denkt sich, ach nee, was habe ich nur falsch gemacht? Tut mir leid, sorry. Also wenn ihr da Tipps und Tricks für mich habt, ne, in die Kommentarbox, wenn ihr Ahnung von solchen Spielen habt, was ich einstellen sollte, wie ich es einstellen sollte, was ich tun kann, um besser zu werden. Fahren, fahren, fahren. Das macht einfach so viel Spaß. Dies macht so viel Spaß. Jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Endlich. Gotcha! Vrrm. Kann ich jetzt... richtig. Kann ich jetzt bitte endlich mal wieder mit dem anderen Wagen fahren? Toll. Kann ich den da bitte haben? Den da hätte ich gerne. Nein! Ja, der ist auch schön. Doch, den nehme ich auch. Doch, den nehme ich auch. Ja. Yeah. Nächste Stufe. Noch 3 Rennen. Oh Gott, und das muss ich mit diesem Wagen. Das nächste Rennen findet auf dem Sonoma Raceway statt. Hier wurde das erste Rennen der American Le Mans Series ausgetragen. Mhm. Grafisch betrachtet ist das Spiel schon auch ziemlich cool. Allerdings sind die Texte alle sehr winzig. Also, wir saßen auf dem Sofa und wollten das Spiel spielen auf meinem 24-Zoll-Monitor. Einen größeren habe ich nicht. Ja, das war dann so, dass, keine Ahnung, also, da musst du aufstehen, um lesen zu können, was da steht. Das ist definitiv ein Spiel, das man eigentlich nicht an einem, da braucht man einen großen Fernseher für. Das ist mein wirklich einziger Kritikpunkt bis jetzt. Kann ich ein anderes Auto haben? Nee, mit Fahrhilfen. Wir machen das jetzt mal auf Mittel. Schwer ist blöd. Was verändert sich denn da? Da verändert sich nur die Lenkung. Was passiert denn, wenn ich Profi einschalte? Oh, das wird bestimmt die Hölle. Da muss man wirklich fahren können. Das kann ich nämlich nicht. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird jetzt richtig katastrophal. Los geht's. YOLO. Oh Gott. Jeez, why am I doing this? Because I'm crazy. Crazy right now. Oh Gott. Ich hab Angst. Was machen die Knöpfe? Ich kann ja eigentlich nur bremsen und Gas geben. Mehr habe ich jetzt an diesen Autos auch noch nie gefunden, dass ich tun kann. Gerade im Moment geht's noch. Ich traue mich nicht schneller zu fahren. Ich fahr schon viel zu schnell. Ah! Ja, nee, ist schon okay. Ich muss mich erst gewöhnen. Wenn ich jetzt mal zurückspule an diesen Positionen und sowas, dann lerne ich das ja auch nicht. Sagt er mir, ich bin zu schnell oder was? Danke, sonst wäre ich nicht um die Kurve gekommen. Sehr zuvorkommend von Ihnen. Ich kann doch nicht driften manuell. Das geht doch nur, wenn ich so einen scheiß Driftknopf habe. Jo, das lief gar nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich anscheinend scheiße. Lass mich. Naja, ich bin dank der Knuddellinie da um die Kurve gekommen. Jetzt bin ich zwar Platz 14, aber das da hinter mir ist auch mal so ein Ballungsgebiet, ne? Hey! Ja, ich kann driften wie ein König. Hat man noch der Typ, der vor mir auch nicht. Guck mal, der Zach da. Der Zach kann doch auch nicht driften. Ey, guckt euch das mal an. Weil ich die Ideallinie nicht eingehalten habe. Ich muss viel mehr ausholen, wenn ich ohne Fahrhilfe driften will. Ja, guck mal, ist schon besser. Guck mal, ist schon. Guck mal, da gibt's Schlimmeres. Also da ist schon schlechter um Kurven gekommen. Dass ich damit großartig aufhole, glaube ich jetzt noch nicht, aber. Bis jetzt gerade eben finde ich Profi gar nicht mal so katastrophal. Man darf halt jetzt schnell fahren, ne? Toll, ein Autorennen, in dem man nicht schnell fahren kann. Super. Oh Gott, und die Lenkung ist natürlich jetzt viel empfindlicher. Man reagiert viel empfindlicher auf die Geschwindigkeit.
mit der man fährt. Also ist euch ja klar, dass wenn ihr zu schnell fahrt, euer Auto, ne, ordentlich, ja, genau das passiert, ins Schleudern kommt. Also ich bin richtig jetzt, weil ich mit 100 Sachen eine Kurve genommen habe, ein bisschen ins Trudeln gekommen, ne? Muss ja auch runterbremsen, sonst fange ich auch an zu schleudern. Ich sehe schon den Realismus dahinter. Keine Plan. Ich weiß nicht. Ich weiß doch auch nicht. Also ich muss mich mehr an die Ideallinie halten. Vorkämpfen tue ich mich so ganz bestimmt nicht. Ja, ich wollte, dass der Wagen ausbricht. Das hatte ich so geplant. Yeah. Jetzt bin ich ja durch den ausbrechenden Wagen noch ganz gut um die Kurve gekommen. Sehr gut. Ich weiß aber nicht, wie ich mich vorkämpfen soll, wenn ich so fahre. Ich fahre wie so eine Oma so. Ja, bloß nicht so schnell um die Kurve fahren. Uiuiui, meine Räder brechen aus. Wie bremse ich gegen, damit wir motherfucking Räder nicht ausbrechen? Ich versuche mich gerade brutalst an das zu erinnern, was man mir beigebracht hat, wie das funktioniert mit Autos und so. Aber Gas aus der Kurve herausholen hat schon mal geklappt. Theoretisch müsste ich nur einmal einen guten Lauf erwischen, dann kann ich die alle über... So nicht. Viel zu schnell in die Kurve, viel zu schnell, meine Damen und Herren. Viel zu schnell, was kann die eigentlich? Bremsen kann ich. Doch, ging ganz gut. Ja, habe ich sehr schön gemacht. Ja, ja. Guck mal hier. Ich hab... Oh. Mich aber auch nochmal angebumst, ne? Ist aber nicht gut für die Karosserie. Da habe ich mir die Karosserie verstaucht. Okay. Vorsichtig. Ha, das war fast ein Drift. Meine Reifen verschleißen vielleicht so ein bisschen dabei, aber war fast ein Drift, oder? Oh Gott, das ist ja voll die enge Kurve. Das habe ich voll übersehen. Ist das meiner? So fühlt mich gerade so, als würde ich so fahren, als hätte ich nämlich irgendwie einen weniger. Legt da einfach einen Reifen auf der Strecke. Kann immer jemand wegmachen? Das ist doch voll gefährlich. Achso, mein Handy hat gepinkt. Kann jetzt nicht, Mann. Frau fährt jetzt. Ah! Okay. So war das nicht geplant. Hab überholt. Das war aus Versehen. Hui. Ja, also ich... Solange wir jetzt nicht schneller fahren? Nein, das sehe ich doch schon kaum. Die Kurve habe ich viel zu schnell genommen. Was? Vorsichtig. So. Ah, nicht ausgebrochen. Wunderbar. Dann kann ich jetzt schön Gas aus der Kurve herausgeben. Und wieder einen hinter mir lassen, hoffe ich. Jawohl. Hier habe ich ein bisschen gedriftet. Dann habe ich da so ein bisschen angebumst. Dinge passieren. Ah, Rückspiegel sieht noch sieht's gut aus. Oh, jetzt kommt wieder meine Hasskurve. Aha. Nee. Das ist jetzt nicht nett von dem gewesen. Mich einfach mal so querzustellen. Der ist mir voll ins Heck gefahren. Ich würde nie anderen Autofahrern ins Heck fahren. Boah, Bitch. Dann komm, dann mach. Ah! Gattis! Oh, scheiße. Da war ja die andere Kurve. Hilfe, ja was? Oh, yes! Nein! Scheiße, Mann! Ja, sechster. Das war so geplant. Die eiern aber auch ganz schön, du. Drei von vier Runden. Oh, das kann ich. Das ist... Es ist da Autos liegen geblieben? Ganz weit hinten irgendwie? Oh, ich sollte nicht auf die Dings gucken, wo ich gerade... Alles gut, ich habe nur gerade geguckt. Oder ist der erste Platz so weit vorne? Oder ist irgendwie einer ganz weit hinten oder so? Wahrscheinlich ist der erste Platz so weit vorne, dass ich schon gar nicht mehr einholen kann. Das war so kacke in die Kurve genommen. Das ist nicht mehr Schönes. Ich bremse jetzt in der Kurve. Das ist nicht gut. Naja. Bin genauso weit hinten, als hätte ich mich jetzt da nochmal gefangen, aber. Nee, die sind alle vor mir, die fünf Dinger. Ich dachte schon. Okay, Vorsicht.
Nee. Wann lerne ich das denn mal, dass die Lenkautomatik ausgeschaltet ist? Nein, noch weiter zurückspulen. Ja, nee, jetzt ist gut. Jetzt, ja, kannst jetzt, ist gut jetzt. Oh, hi, Ralf. Ich weiß es nicht so. Oh, da sind ja Reifen, da fahr ich mal rein, ne? War mal reif. Alter, das ist auch voll nicht... Ich muss da viel mehr runterbremsen. Das habe ich ja letzten Male viel schöner genommen. Ein bisschen Gas muss ich aber auch geben, damit ich überhaupt noch drum komme. So, jetzt hier aber... Jetzt haben die aber... Die sind viel besser. Das ist... Oh, das war nicht mehr schön. Aber es ist schön zu wissen, dass die KI hinter mir beschissener ist. Und ein paar sind ganz kacke, weil die sind irgendwie 3000 Kilometer weit hinten. Okay, letzte Runde. Wie soll ich denn hier noch aufholen? So vielleicht. Weil ich hier einfach wie so eine irre Gas gegeben habe, obwohl ich dann theoretisch eigentlich ja nicht um die Kurve. Nicht ausbrechen, nicht ausbrechen. Danke, danke, danke. Vielen Dank für die Begleitung. Danke, da fühle ich mich gleich viel besser. Okay, vorsichtig. Auch die hier ein bisschen sanfter nehmen, die Kurve. Vielleicht nicht so schneiden jedes Mal, ne? Kann man auch sanft um die Kurve fahren und dann gibt man hinten heraus Gas. So kompliziert ist das gar nicht. Deine Mama erklärt dir das jedes Mal, wenn ihr zusammen Auto fahrt. Da höre ich aber nie zu. Tut mir leid, Mama. Na, das wird doch trotzdem nichts. Hier auch abbremsen wie so eine... Doch, geht. Geht. Na, der hinter mir kann mal hinter mir bleiben, bitte. Aua! Ey! Wegen dir habe ich jetzt nicht auf die Kurve geachtet, du komischer Spaß. Ich blockiere ich jetzt gleich. Nee. Kleiner Stück. Ich dachte, der hilft mir vielleicht, um die Kurve zu kommen. Hat er auch in gewisser Maßen, aber das hat mich jetzt unglaublich viel Zeit gekostet. Wie der immer noch hinter mir lauert, um mich da wegzubumsen. Bumse dich selbst, Mann! Ich nur empfehlen, sehr entspannt. Ah, alles gut. Ich habe nicht die Kontrolle über den Wagen verloren. Ich sah nur kurz so aus. Die war ja ganz schön hinter mir hier. Ganz langsam. Ich schlittere schon wieder. Oh Gott, alles gut. Alles gut. Ich bin gut geschlittert. Was macht ihr denn da vorne? Karambolage bauen oder was? Ach, das ist schon wieder diese Kurve. Ja, ich akzeptiere mein Schicksal. Bock. Deswegen drehen die da so runter vom Speed. Ich muss noch viel weiter runter vom Speed, ey. Bremsen, Honey, bremsen. Du hast doch Bremse, benutzt doch scheiß Bremse, du dumme Nuss. Okay, ich bremse jetzt. Ich bremse. Wie kommt der denn da so gut rum? Was ist dein Geheimnis, Bro? Tschüss. Der hasst mich doch bestimmt so. Was ist mit dir los? Ihr fährt ja wie ein Rentner. Ja, tut mir leid, junger Mann. Ey, ihr da vorne, könnt ihr einen Spontanunfall haben? Nee, leider nicht. Noob, 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 noob. Oh, mein Auto sieht doch ein bisschen defekt aus. Hey, aber ich habe Dinge bekommen, ne? Ist auch... Ich schätze, ich muss also so lange fahren, bis ich Erster werde, oder? Ja, muss jetzt nicht nochmal sein. Wenn ihr mehr von Forza 6 sehen wollt, schreibt es in die Kommentarbox unten da rein, da unten drunter, unten, da ist die. Da könnt ihr auch einen Daumen hoch auf das Video geben. Und es sind soziale Netzteilen. Twitter, Facebook, damit eure Oma sieht, wie schlecht ich fahre. Ah, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen. Mip, mip.